Mein Name ist Philipp Schneider und in der nächsten Dreiviertelstunde sehen wir uns ein bisschen was zu einem Thema an, was Sie wahrscheinlich schon in der ein oder anderen Fachpresse das ein oder andere Mal Ihnen begegnet ist, nämlich Machine Learning und vor allen Dingen, wie es jetzt Ihnen in der Produktion und in der Produktionsplanung unterstützend beihelfen kann, welche Möglichkeiten, welche Potenziale es bietet und auch wie eine mögliche Realisierung innerhalb Ihres SAP-Systems aussehen kann. Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Philipp Schneider. Ich bin seit ungefähr einem Jahr bei Consilio als Solution Consultant, habe auch dort meine Masterarbeit geschrieben mit und bin jetzt spezialisiert auf Produktionsplanung, Produktionsabwicklung und Machine Learning. Was möchte ich Ihnen in diesem Webinar heute näher bringen? Grundlegend erstmal allgemeinen Überblick über Machine Learning. Also, was ist Machine Learning genau? Also, ein bisschen auf die theoretische Grundlage eingehen, also, damit Sie erstmal generell auch lernen oder sehen, wie man es konkret einordnen kann, in welchem Bereich wir uns da befinden. Ne? Auch welche Anwendungsszenarien es überhaupt gibt, also wie jetzt in welchem Bereich jetzt Ihnen das Machine Learning überhaupt in Ihrem Unternehmen beistehen kann, beziehungsweise unterstützend wirkt. Da werden wir uns einige kurze Use Cases anschauen, die so auch in jedem Unternehmen möglich sind und eben Ihnen ein bisschen das Potenzial aufzeigen, wo Machine Learning konkret einsetzen kann. Dann, was zeichnet Machine Learning aus und was sind die Besonderheiten? Also, wie gesagt, ein bisschen kurz auf die theoretische Grundlage. Dabei werden wir uns wirklich auf einem relativ hohen Level bewegen. Also, wer mathematische oder konkrete Modellbeschreibungen erwartet, der müsste dann später nochmal konkret auf mich zukommen. Hier geht es erstmal um allgemeinen Einblick zu geben. Und natürlich, letzter Punkt, welche Möglichkeiten gibt es, eigene individuelle Analysen mit SAP zu erstellen. Besonderheit liegt hier auf individuelle Lösungen. Es gibt einzelne fertige Out-of-the-Box-Lösungen, die implementiert werden können. Aber unser Blick liegt jetzt hier auf Analysen, die eben auf ein Unternehmen spezifisch angepasst werden können, einfach um so das maximale Potenzial herauszusehen. Zu diesem Zwecke haben wir oder werden wir uns in der nächsten Dreiviertelstunde durch diese 5 Punkte arbeiten. Ich sage als erstes Anwendungsszenarien bzw. Potenzial. Da geht es um 3, 4 Use Cases aus dem Bereich Beschaffung, dann Instandhaltung und dann insgesamt, wie das in eine Produktionsplanung oder eine optimierte Produktionsplanung eingehen kann. Zweiten Punkt, was ist Machine Learning? Gehen wir auf die theoretischen Grundlagen an. Sagen kurz, in welchem was Machine Learning allgemein ausmacht, unterscheiden dort zwischen Supervised und Unsupervised Learning, also überwachtes und unüberwachtes Lernen. Gehen kurz auf ein Beispiel ein. Bevor wir dann in den letzten 3 Punkten auf eher den praktischen Teil gehen werden, indem wir uns verschiedene Lösungen der SAP anschauen. Also Predictive Analytics als eine Business Suite, eine On-Premise Business Suite, der Sie relativ einfache und umfassende Analysen durchführen können. Mit SAP Predictive Analytics Library, wo es ein bisschen technischer wird, aber trotzdem mit, sagen wir mal, relativ einfachen Standardmitteln die Abwicklung stattfinden kann und Machine Learning-Algorithmen in verschiedenen Art und Weisen eingepflegt werden können. Sehe ich das richtig? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob man mich konkret hören kann. Vielleicht könnte ich da ein kurzes Feedback nochmal bekommen. Okay, gut, machen wir an dem Punkt weiter. Und als letzten Punkt. Als letzten Punkt dann auch, in welchem Bereich
oder wie jetzt umfassende Analysen getätigt werden können, um R in SAP zu integrieren. Also praktisch eine deutlich umfassende Analysesprache, die einiges an Potenzial mitbringt und eben erlaubt, individuelle oder hochindividuelle Lösungen zu integrieren. So, welche Anwendungspotenziale bieten wir oder sind mit Machine Learning möglich? Wie gesagt, wir schauen konkret auf individuelle Lösungen. Das heißt, dass die eigentlich perfekt auf den jeweiligen Anwendungsfall abgestimmt sind. In der Hinsicht gibt es ja keinerlei Einschränkungen, also praktisch alles ist möglich. Oft ist es ja so, dass mit Out-of-the-Box-Lösungen nur ein bestimmter Bereich abgedeckt wird. Allerdings er sich dann eher auf ziemlich allgemeine Lösungen fokussiert. Also das jetzt nicht genau auf ein Unternehmen oder auf eine spezielle Situation ausgegliedert wird oder angepasst werden, sondern eben wirklich konkret auf das eigene Unternehmen ausgelegt sind, weil ja doch immer wieder eigene Prozesse im Hintergrund liegen, die dann spezielle Besonderheiten geben, demzufolge auch ja, Analysen durchgeführt werden können oder Unterstützung geleistet werden kann, die jetzt nicht ganz so häufig oder populär ist. Das kann zum Beispiel aus der Instandhaltung bestimmte Bereiche sein, wenn zum Beispiel ein Predictive Maintenance Ansatz besteht, also vorausschauende Instandhaltung, dass die in dem Bereich eher darauf ausgelegt sind, für dauerhafte Belastung oder durchgehende Belastung. Und in Ihrem Unternehmen beispielsweise werden die Maschinen nur in einem bestimmten Zyklus oder nur innerhalb Kampagnen gefahren. Daraus würde sich ein komplett anderes Ergebnis für die Instandhaltung bilden und wie oft die Maschinen gewartet werden. Demzufolge könnten auch solche Punkte dort mit einfließen. Die optimale Verwendung der vorhandenen Datenlage. Ganz klar, in Ihrem Unternehmen liegen Daten, die erstens relativ oder oft nicht das volle Potenzial ausschöpfen, sodass dort ungenutztes Wissen liegt, sondern es auch die Möglichkeit besteht, eigene Informationen oder eigenes Wissen, eigenes Know-how, was in den Prozessen liegt, zu nutzen. Also dass nicht nur die Standardfelder genutzt werden können, beispielsweise wenn wir jetzt im SAP-System uns aufhalten, sondern eben auch eigene individuelle Felder genutzt werden oder auch eigene Interpretationen. Zum Beispiel, Sie haben für einen Wareneingang oder für einen Equipment-Standort, ist ein besseres Beispiel, nicht unbedingt einen Raum hinterlegt, sondern schreiben in dieses Feld immer die Namen oder die Abteilung rein, die für dieses Equipment zuständig ist. So, in Standardlösungen, in Out-of-the-Box-Lösungen würde das dann eben falsch integriert werden, weil eben davon ausgegangen wird, dass sich immer nur ein, dass sich um eine physische Einheit oder beziehungsweise um ein Objekt handelt, das sich in dieser konkreten Lokation aufhandelt und nicht um eine Instandhaltungsgruppe zum Beispiel. Auch modulübergreifende Analysen sind ohne weiteres möglich. Das heißt, im Großen und Ganzen Predictive Maintenance hat momentan eher die Auswirkungen darauf, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, Instandhaltungsaufträge und Meldungen anzulegen. Was jetzt aber konkret mit Beschaffung zum Beispiel geht, also Bestellanforderungen rausschicken oder auch Bestellanforderungen rausschicken oder auch die Produktionskapazitäten anzupassen, findet oft nicht statt. Also dass praktisch dieser Predictive Maintenance Ansatz auch nur Auswirkungen auf die Instandhaltung hat. Somit wäre es doch auch wünschenswert, dass die Bestellung früher angestoßen wird, dass Personalkapazitäten geblockt werden oder auch, dass die Produktionskapazitäten gesenkt werden in dem Zeitraum oder auch eine Terminierung stattfindet, wo wenig Produktionskapazitäten benötigt werden. All das lässt sich praktisch damit einfließen oder einfließen. Genau, kommen wir mal auf ein konkretes Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Hersteller eines Elektromotors. Sie haben jetzt vor sich eine Stückliste mit verschiedenen Komponenten. Also mit dem Gehäuse, Motoreinheit und Dichtungen als Rohstoff. Die wiederum bestehen auch wieder aus verschiedenen Komponenten, beispielsweise hier das die Motoreinheit aus einem Kupfer, aus einer Kupfereinheit, die wiederum auch aus verschiedenen Rohstoffen besteht.
Eine Beschaffung, sagen Sie, Sie haben eine Stellanforderung geschickt, die ist einwandfrei, die ist, da gab es keine Probleme, die ist, alle Lieferdaten stimmen überein, das System bestätigt das und ist auch soweit auf keinen Fehler getroffen. Sie schicken die Bestellung raus zu dem Lieferanten, der bestätigt die auch, Sie bekommen Lieferavis. Alles sieht danach aus, dass das ohne Verzögerung oder dass Ihre Bestellung ohne Verzögerung abläuft. Das kann sowohl für das Blech jetzt hier in dem Beispiel sein, es kann auch für das Schrauben sein. Allerdings kann es sein, dass jetzt Ihr Lieferant die Bestätigung zu früh rausgeschickt hat und Ihr Produkt oder Ihr Rohstoff dennoch zu spät ankommt. Jetzt gehen Sie aber davon aus, dass das weiterhin alles pünktlich eintrifft, was es in dem Fall nicht tut. Und Sie planen das Gehäuse schon eher ein. Somit würden praktisch, obwohl, also aufgrund des verspäteten Rohstoffes, würden Sie das Gehäuse nicht produzieren können. Was wiederum heißt, Sie können den Elektromotor nicht fertigstellen. Und warum sollen Sie eigentlich dann auch die Motoreinheit fertig produzieren, wenn sowieso das Gehäuse noch nicht verfügbar ist? Also auch in dieser Hinsicht auf weitere Halbfabrikate eine Auswirkung zu haben. Das heißt, dass es in dem Fall auch eine Voraus- oder eine Liefertermin Prognose geben kann, die eben aufgrund verschiedener Variablen Ihnen mitteilt, wann wird Ihr Produkt effektiv eintreffen. Das heißt, wenn Sie praktisch den LKW oder wenn Sie den Rohstoff rausschicken, also Ihr Lieferant, und dieser dann zum späteten Zeitpunkt einkommt, aufgrund von historischen Bewertungen, können Sie das ja in Ihrer Datenbank sehen, können Sie diese Werte einfließen lassen und so praktisch dieses reelle Lieferdatum erkennen. Was ja dann wiederum gut für die Planung ist, um so eben die Werte zu bekommen, die konkreten Lieferdaten. Wenn wir jetzt ein weiteres Beispiel uns ansehen, aus dem Bereich der Instandhaltung, darauf bin ich ja schon mehrfach eingegangen. Es gibt hier die Möglichkeit, verschiedene Ansätze zu fahren. Wir haben jetzt hier einen ganz normalen Wartungsplan mit vier Vorgängen. Das ist ein Arbeitsplatz, mit verschiedenen Arbeitsplätzen, verschiedenen Dauern und unterschiedlichen Szenarien, wie es konkret oder wie konkret Predictive Maintenance angebunden werden kann. Das heißt, wenn wir uns jetzt den ersten Vorgang anschauen, oder beziehungsweise jetzt hier den zweiten, den ersten mit einer Predictive Maintenance-Lösung, dann könnte man hier auf den klassischen Ansatz gehen. Ich denke, viele von Ihnen haben in dem Fall schon den Punkt der Sensorik mal irgendwo aufgenommen, wodurch Sie unterschiedliche Art und Weisen oder auf unterschiedliche Art und Weise Kennwerte von Ihrem Equipment aufnehmen können. Das heißt jetzt Vibrationsfühler, die verschiedene Schwingungen aufnehmen. Das heißt Wärmeentwicklung, die jetzt bemerken, okay, das Aggregat läuft heiß und deshalb vielleicht eine Varianz im Zustand des Equipments sehen. Oder auf verschiedenen anderen Sensoren, wie gesagt. Druckmesser wäre auch noch eine Möglichkeit. Aus dieser Kombination dieser verschiedenen Sensoren, die meistens auf eine IoT-Plattform angebunden sind, können Sie sagen, dass okay, das Equipment in einem gewissen Zustand praktisch berechnen können, um zu erkennen, wo sich oder wie lang ungefähr die voraussichtliche Lebensdauer noch sein wird. Wenn Sie sagen, okay, es ist jetzt bei einem voraussichtlichen oder bei einem aktuellen Zustand von 40%, jetzt in dem Fall, dann können Sie sagen, okay, das Equipment wird vielleicht noch 14 Tage, 3 Wochen halten. Wäre es unter Umständen schon möglich, die Beschaffung anzustoßen und demzufolge dann proaktiv einzugreifen, bevor überhaupt ein Equipmentausfall eintritt. Also schon weit bevor einem Totalausfall greifen Sie ein und haben damit praktisch die Möglichkeiten, das Equipment etwas besser zu nutzen. Eine weitere Möglichkeit, eine etwas kostengünstigere Möglichkeit ist die Nutzung von Instandhaltungsmeldungen in Aufträgen. Das heißt,
dass sowohl, oder stellen Sie sich vor, Sie haben Equipment, was relativ umfassend gewartet und gepflegt wurde, mit Instandhaltungsmeldungen viele Aufträge erstellt wurden. Sie haben bestimmte Qualitätsrichtlinien hinterlegt, in denen Sie sehen können, okay, Ihr Meister beispielsweise hat das Equipment bewertet mit einer gewissen, mit einer gewissen, in einem gewissen Zustand, hat bestimmte Kennzahlen aufgenommen, die Sie praktisch für die Bewertung einfließen lassen können. Hieraus lässt sich dann ähnlich wie aus dem Sensorik-Beispiel ebenfalls über Klassifizierung oder andere Machine Learning-Ansätze einen Zustand ermitteln, der dann ähnlich in so einem Graphen dargestellt werden könnte, woraus sich dann auch wieder ein aktueller Zustand ergibt und wie lang die ungefähre Lebensdauer sein wird. Letzter Punkt oder letzte Möglichkeit ist die Anwendung von Rückmeldungen. Wie gesagt, in der Produktion wird meistens auf einen Fertigungsauftrag gearbeitet, der wird zurückgemeldet und dort sehen Sie, okay, in der ersten Woche haben Sie einen Output von 100 Einheiten, in der zweiten nur noch einen von 95, in der dritten 90 und in der vierten Woche nur noch 85 und danach ist die Maschine ausgefallen. Das Ganze wiederholt sich einige Male mit einer gewissen Varianz und daraus lässt sich auch erkennen oder eine Prognose erstellen, wie der Zustand des aktuellen Equipments ist, um praktisch frühzeitig proaktiv eingreifen zu können. Natürlich wäre es jetzt nicht nur die Möglichkeit, das Einzelne zu betrachten, sondern könnte alle drei Möglichkeiten, also Sensorik, Instandhaltungsmeldungen und auch die Rückmeldungen gebündelt eingehen, um gebündelt eben einzugehen, die dann ein ganzheitliches Ergebnis bieten. Wenn das jetzt aber, beziehungsweise das waren jetzt einzelne Lösungen, ganzheitlich für die Produktionsplanung können die Daten oder Analysen aus vielen verschiedenen Bereichen kommen. Das kann auf Basis von Einkauf sein, wie gesagt, wie wir es bereits hatten, mit Lieferterminprognose und Wahrscheinlichkeiten, wann die Materialien eintreffen werden, mit Instandhaltungsdaten, Predictive Maintenance Ansätzen, wie wir es gerade auf der vorhergehenden Folie haben. Natürlich auch Daten aus der Produktion, also wie wird höchstwahrscheinlich meine Kapazität in der nächsten Zeit oder die Auslastung der Maschine in der nächsten Zeit sich verhalten. Sind die Komponenten auch im Zeitplan, also werden die im Zeitplan bleiben, also auch in der Hinsicht, wie ist der Produktionsverlauf, da eine Predictive Lösung machen, Ansätze anwenden können. Und schließlich das aufs ganze Packing-Netz bezogen, also nicht nur auf einzelne konkrete Komponenten, sondern eben die gesamte Stückliste, weil wie gesagt, wenn Sie sich an die Stückliste erinnern, warum sollte ich ein Material produzieren oder ein Halbfabrikat produzieren, wenn ein anderes Halbfabrikat noch lange nicht fertig ist oder beziehungsweise auch verspätet fertig werden wird. Natürlich können auch weitere Daten einfließen, die jetzt unternehmensspezifisch sind. Sei es jetzt aus dem Sales zum Beispiel, dass dort Prognosen für den Verkauf mit einfließen. Wie gesagt, dort anhand von Verkaufsdaten, die angenommen werden, dass dort bestimmte Werte angenommen werden. Wenn wir uns das Ganze mal im Beispiel anschauen, dann wäre das jetzt in diesem Fall eine umgesetzte Planauftragsumsetzung. Sie sind Produktionsplaner. Sie haben, wie gesagt, wir unser Material für das A1000, des Elektromotors vom Anfang und sehen Ihre Planaufträge mit einer gewissen Empfehlung, die eben als kritisch, unkritisch, mittel, eben in den drei Kriterien, wie gesagt, variabel, die Ihnen praktisch eine Empfehlung gibt, wie sinnvoll es ist, jetzt diesen konkreten Planauftrag umzusetzen. Dort können eben die genannten Kriterien einfließen auf den Einkauf, wie gesagt, verspätete Rohstoffe oder Instandhaltungsmeldungen, die angelegt wurden, die eben dafür sorgen, dass
die Produktionskapazität in der Woche, in den darauf folgenden Wochen schwieriger ist oder beziehungsweise nicht so zur Verfügung steht und deshalb auch kritisch bewertet werden würde. Also praktisch, dass daraus eine Empfehlung generiert wird, um zu sagen, okay, der Elektromotor, der ist für den 24.01. jetzt in dem Fall kritisch, sollte vielleicht noch nicht umgesetzt werden, weil eben Materialien noch fehlen und damit noch nicht in die Planung, in die konkrete Fertigungsplanung geht. Aber dafür der Motor, der am 31.01. ist, der hat aufgrund des Pegging-Netzes eine unkritische Betrachtung, kann vielleicht vorgezogen werden. Das lässt sich besser umsetzen. Fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Sie können praktisch mit Machine Learning das volle Potenzial aus den Daten abschöpfen. Also sind ja nichts bildet besser den Unternehmensprozess ab als die einzelnen Daten und Belege, Stammdaten, die in Ihrem System zur Verfügung stehen. Also so praktisch daraus ermitteln, wie Ihr Prozess läuft, das System dazu bringen, in Anführungsstrichen, den Geschäftsprozess zu erlernen und praktisch auch Optimierungspotenzial aufzuzeigen. Eben weil es auch auf den Unternehmensdaten arbeitet, sind es auch perfekt abgestimmte Lösungen. Sind individuelle Lösungen, die eben nur auf Basis der Daten abgewickelt oder dargestellt wurden, die in Ihrem Unternehmen existieren. Somit ist jetzt keine Varianz in dem Sinne vorhanden, wie zum Beispiel, was ich am Anfang erwähnt hatte, bezüglich der Kampagne. Wenn Sie jetzt Sie haben jetzt Ihre Instandhaltungs- und Produktionsdaten oder Sie produzieren von September bis Februar. Und von Februar bis September steht die Produktion. Diese Information ist äußerst wichtig auch für die Instandhaltung oder auch für die zukünftige Produktionsplanung. Und das sind Punkte, mit denen Sie in einer Out-of-the-Box-Lösung, einer Standardlösung relativ schwierige Probleme, schwerwiegende Probleme bekommen könnten, was jetzt hier mit einer individuellen Lösung deutlich einfacher gestaltet. Die letzten Punkte, Kosteneinsparung und Produktivität erhöhen, gehen beide ein bisschen einher. Sicherlich, wenn Sie Ihre Planung besser abwickeln können, genauer wissen, wann macht es Sinn, einen Produktionsauftrag umzusetzen, wann fallen Maschinen aus, dort proaktiv einzuschreiten, können Sie auch einen höheren Output generieren. Sie müssen eventuell keine Materialien erst bestellen, wenn eine Maschine ausfällt, sondern haben Sie gleich vor Ort. Die Produktion steht dann eventuell nur an einem Zeitpunkt, wo die Auslastung nicht so hoch ist, beispielsweise nachts oder am Wochenende, wodurch wiederum weniger Fertigungsstau entsteht. Also es weniger Materialien auf Lager, mehr Fertigungsaufträge im Puffer liegen und somit praktisch die Planung allgemein etwas eleganter gestaltet werden kann. So, jetzt haben wir viel über die Potenziale oder Anwendungsszenarien gesprochen. Was ist denn konkret Machine Learning eigentlich? Dazu habe ich zwei Zitate mitgebracht. Das erste Zitat ist: Learning is any process by which the system improves performance from experience. Also praktisch das Lernen, und das zielt jetzt nicht nur für maschinelles Lernen, sondern allgemein in Informatik, dass als Lernen immer der Prozess bezeichnet wird, bei dem ein System seine Performance oder seine Effizienz erhöht, eben aus Daten der Vergangenheit, also praktisch daraus eine gewisse Erfahrung generiert. Das zweite Zitat von Tom Mitchell, ein Computerwissenschaftler, ist ein bisschen technischer ausgedrückt, aber es sagt im Prinzip genau das Gleiche aus. Es geht darum, dass wir praktisch eine Erfahrung haben, die eben in Form ihrer Daten vorliegt und daraus eben verschiedene Performance-Indikatoren herausgelesen werden können, um dann eben ihre Aufgaben deutlich zu verbessern oder schlanker zu gestalten. Was sind die konkreten Voraussetzungen erstmal, um überhaupt Machine Learning anwenden zu können? Das sind eigentlich die drei Punkte, die wir jetzt vor uns sehen: Datenverfügbarkeit, Datenqualität und Know-how. Bei Datenverfügbarkeit geht es darauf hin, welche Daten werden überhaupt erfasst, welche sind relevant und wie werden sie ermittelt. Also habe ich Sensoren im Einsatz,
Wenn ich jetzt Sensoren einhabe, was für Werte werden verwendet? Werden Vibration, Temperatur oder Druck ermittelt? Oder wie sieht es bei einer Produktion, bei einer Rückmeldung aus? Werden nur die Rückmeldemengen erfasst oder werden auch Produktionszeiten und Dauern aufgenommen, um so praktisch gewisse Varianzen zu erkennen? Ja, und was wird überhaupt alles aufgenommen? Also, ob jetzt das bei einem Beleg, jetzt bei einer Rückmeldung unbedingt immer relevant ist, wer diesen Beleg aufgenommen hat, das lässt sich in Frage stellen. Aber dafür ist dann eher interessant, wie viel zum Beispiel zurückgemeldet wurde. Also, dass man da auch eine gewisse Bewertung vornimmt. Die Datenqualität, also in welcher Form liegen die Daten vor? Strukturiert, zum Beispiel in ihren Datenbanken vom SAP, oder unstrukturiert, beispielsweise eine Wärmebildkamera, die Temperatur misst. Bei rechtlichen Rahmen, das ist dann so vor allen Dingen interessant, wenn es um personenbezogene Daten geht, weil das wird gerade im Zuge der DSGVO, Datenschutzgrundverordnung, relativ schwierig. Da sollte man ein Auge drauf haben. Auch generell sind bestimmte Unternehmensdaten unterliegen ja bestimmten rechtlichen Regelungen, also dass man das im Hinterkopf behält, dass das nicht, dass Machine Learning nicht heißt, wir können jedes Datum verwenden, so wie wir es gerade uns vorstellen. Und natürlich auch, wenn wir eine Datenqualität ermitteln, ist auch die Frage, wie wir sie ermitteln. Also schaut nur jemand drauf, der gerade Zeit hat und sagt, ja, die Daten sehen relativ gut aus, oder gibt es zum Beispiel konkreten Data Scientist, der sich wirklich damit beschäftigt, in welchem Zustand die Daten sind, werden die Daten regelmäßig gepflegt, wird geprüft, ob die Daten korrekt sind, sind Richtlinien vorhanden für die Dateneingabe, alles solche Punkte. Und im letzten Punkt natürlich das Know-how. Welche Prozesse sollen überhaupt optimiert werden, ist natürlich eine sehr gute Frage, dass man sich da überhaupt konkret bewusst wird, ob das jetzt wirklich nur ein Prozess ist oder ein umfänglicher Unternehmensprozess ist. Welche Machine Learning-Verfahren dafür geeignet sind, darauf kommen wir gleich, und welche Daten Einfluss haben. Also, wie gesagt, derjenige, der den Beleg aufnimmt, die Information ist jetzt für Machine Learning-Algorithmus meistens weniger interessant als beispielsweise, wie viel rückgemeldet wurde. Bei Machine Learning unterteilt man in drei Punkte: unüberwachtes Lernen, überwachtes Lernen und verstärkendes Lernen. Verstärkendes Lernen, das ist jetzt hier der Vollständigkeit halber erwähnt, gerade in Bezug auf SAP ist das eher weniger relevant. Bei überwachten Lernen, gehen wir mal in der Mitte, genau, handelt es sich darum, dass Sie praktisch einen Trainingsdatensatz zur Verfügung stellen, aus dem schon ein gewisser Output resultiert. Also nehmen wir uns das erste Beispiel, die Bewertung von Lieferanten nach vordefinierten Klassen. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Datenbanktabelle mit verschiedenen Lieferanten und verschiedenen Kriterien, wie oft verspätete Materialien eingetroffen sind, wie oft Beschädigungen an Materialien vorgefunden wurden, allgemeine Faktoren wie zum Beispiel überhaupt die Lieferdauer an sich. Und ganz zum Schluss hat dann Ihr Einkauf auch noch ein zusätzliches Feld gepflegt, zum Beispiel ob der Lieferant in Ihren Augen fähig, unfähig oder mittelfähig ist. Und anhand dieser Werte sagen Sie, okay, ich möchte einen neuen Lieferanten bewerten. Ich habe hier schon einige Lieferanten nach bestimmten Kriterien bewertet. Sie geben praktisch den Machine Learning-Algorithmus diese Datenbanktabelle. Er ermittelt, wie die Kriterien, also wenn es auch verspätet, beschädigt zum Beispiel ist, wie sich diese auf die Bewertung, ob der Lieferant fähig ist oder nicht, auswirken. Und wenn Sie dann einen neuen Lieferanten zugeben, bewertet praktisch das System anhand dieser Kriterien automatisch, welcher Klasse der Lieferant zugeordnet wird. Schauen wir uns beim Unüberwachten noch einen kurzen Stichpunkt, noch ein kurzes Beispiel an. Da geht es darum, dass Sie im Gegensatz zum Überwachten dann die Datensätze nicht labeln, also nicht klassifizieren oder nicht kein Output mitgeben müssen, sondern einfach das, was Sie aufgenommen haben an Daten, von dem Algorithmus auswerten lassen. Als erstes Beispiel ist hier wieder das Erkennen von Anomalien bei Sensorwerten. Sie haben beispielsweise Vibrationsfühler an Ihrer Maschine integriert bzw. angebaut. Diese nimmt die verschiedenen Schwingungen auf und über einen gewissen Zeitraum. Und nach einer gewissen Zeit haben Sie einen Ausschlag, der vielleicht darauf hindeutet, dass da ein Defekt vorliegt. Solche Bewertungen können über solche Algorithmen
vorgenommen werden, ohne dass sie jetzt manuell eingreifen müssen oder selbst Analysen fahren müssen, sondern konkret darauf zurückgreifen können. Wie sieht das Ganze jetzt im System bei SAP aus? Wie gesagt, wir haben drei Lösungen: Predictive Analytics als On-Premise-Version. Als Cloud-Version wird es mittlerweile als Analytics Cloud bezeichnet. Falls Ihnen das über den Weg laufen soll, wissen Sie Bescheid, dass ungefähr dasselbe sich um dieselben Funktionalitäten handelt, dann Predictive Analytics und jetzt R. So, was ist SAP Predictive Analytics? Konkret, es handelt sich dabei um statistisches Auswertungstool, also was nicht nur konkret auf Machine Learning ausgelegt ist. Sie haben auch die Möglichkeit, bestimmte Datensätze zu analysieren, zu visualisieren, Grafiken zu erstellen, Berichte zu erstellen. Schauen wir uns gleich noch zwei, drei Screenshots dazu an. Also nicht nur konkrete Machine Learning-Algorithmen, sondern eben auch mit Blick auf die Vorbereitung von oder Erkenntnis darüber, sage ich mal, welche Daten im Unternehmen vorhanden sind, Möglichkeit, sich die Daten etwas näher anzuschauen. Dazu gibt es im Machine Learning-Teil bereits vordefinierte und teilkonfigurierte Modelle. Das heißt, dass sie relativ wenig Implementierungs- und Konfigurationsaufwand in diesem Sinne haben. Modelle sind meistens schon fertig trainiert, beziehungsweise müssen nur noch mit ihren Daten trainiert werden. Alle Entwicklungsaufgaben sind bereits erledigt, wenn man so formulieren möchte. Das heißt, dass sie in der Hinsicht keinerlei nennenswerten Aufwand haben. Und eben aufgrund dieser Kombination, also die Visualisierung dieser großen Datenmengen und der Auswertung von dem Machine Learning, können Sie durch Big Data, also die Verwendung von oder die Analyse von großen Datenmengen relativ einfach Ihren Mitarbeitern zugänglich machen. Was dazu führt, dass natürlich auch Abteilungen, die nicht technisch versiert sind, wie beispielsweise IT-Abteilung, auch einen Überblick dafür bekommen, wie die Datenlage aktuell in ihrem Unternehmen ist und eventuell auch Vorschläge bekommen, wie die Daten ausgewertet werden. So, aus was setzt sich jetzt SAP Predictive Analytics zusammen? Es sind vier Komponenten: Lumira oben rechts, Automatic Analytics oben links, Expert Analytics unten links und eine R-Integration, noch nach Vollständigkeit halber erwähnt, unten rechts. Bei Automatic Analytics handelt es sich um Auswertungstool für Machine Learning-Algorithmen. Also das heißt, dass hier bereits vortrainierte Modelle vorhanden sind, mit denen die eigentlich nur noch auf ihre Daten warten, ganz einfach gesprochen. Sie definieren einen Datenpool, ihre Lieferantendatenbank zum Beispiel, sagen, sie möchten eine Klassifizierung durchführen und alles andere macht der Algorithmus selbst. Sie haben weniger Möglichkeiten noch zusätzliche Einstellungen durchzuführen, aber hauptsächlich ist alles schon vordefiniert. Vor allem geeignet für kleinere Analysen, die nicht sonderlich umfassend sind. Expert Analytics unten links ist da schon etwas umfassender. Wir haben da, wie man es vielleicht an dem Screenshot leicht erkennen kann, ein grafisches UI, mit dem Sie verschiedene Analyseprozesse definieren können. Das heißt, Sie haben eine Datenquelle, Sie sagen, möchten noch darauf filtern, weil bestimmte Ausreißer nicht gerade relevant sind oder nicht den eigentlichen Geschäftsprozess wiedergeben oder Sie möchten nach einem bestimmten Datum filtern, weil der Geschäftsprozess sich in Ihrem Unternehmen geändert hat und eben darauf eben nur auf eine Teilmenge die Algorithmen durchführen. Bei Algorithmen, das ist ein gutes Stichwort, haben Sie die Möglichkeit, aus 28 Machine Learning-Algorithmen zu wählen. Das reicht in den meisten Fällen für die grobste Analyse aus. Falls das nicht reichen sollte, haben Sie innerhalb von Expert Analytics auch die Möglichkeit der R-Integration, was unten rechts angedeutet ist, zusätzliche eigene individuelle Analysen einzubinden. Also wenn Sie jetzt sagen, okay, es ist zwar eine Klassifizierung vorhanden, aber die ist nicht ausreichend im Expert-Modus, dann können Sie eine eigene Klassifizierung hinterlegen und eben selbst ein Skript schreiben, was dann die Auswertung ihrer Daten angewendet wird. Problematisch dabei ist jedoch, dass nur R bis in der Version 3.4.0 unterstützt wird. Jetzt als kleines technisches Detail, was bedeutet, dass bestimmte Pakete nicht unterstützt werden.
Lumira, wie gesagt, an sich hat Lumira keine Machine Learning-Algorithmen oder Funktionalität. Es dient aber dafür da, um zumindest einen Überblick über die Daten zu bekommen. Also sie sehen, welche Daten verwendet werden können, erkennen vielleicht sofort Ausreißer, die noch ausgefiltert werden müssen. Also dass dort ein gewisser Überblick verschafft werden kann. So. Kommen wir zu der zweiten Lösung, Predictive Analytics Library. Eine etwas technischere Lösung, weil mit Predictive Analytics, auch wenn es mit dem Namen vielleicht ähnlich ist, haben wir doch eine relativ einfache Lösung gefunden oder kennengelernt, die auf einem grafischen UI als Suite arbeitet, jetzt aber allerdings nur minimal oder einen gewissen Funktionsumfang hat, der nicht so umfassend ist. Predictive Analytics ist an sich eine Anwendungsbibliothek, also innerhalb der Application Function Library. Also praktisch kann man sagen, es handelt sich hierbei um eine Funktionssammlung, die gewisse Algorithmen, an 70 an der Zahl, enthält, die bereits auch schon bestimmte Algorithmen vordefiniert sind, allerdings noch nicht vortrainiert. Das heißt, im Gegensatz zu Predictive Analytics haben Sie hier deutlich bessere Möglichkeiten, Ihre Algorithmen auf diese Datensätze anzuwenden oder auf Ihre Datensätze anzuwenden. Auch mit 70 Algorithmen und ein größerer Funktionsumfang erlaubt natürlich auch mehr Funktionen oder Funktionalitäten, mehr Anwendungsszenarien. Der Vorteil ist, im Gegensatz zu Predictive Analytics, dass eine Installation relativ einfach stattfindet, schlicht und ergreifend aus dem Grund, dass diese Predictive Analytics Library bereits in jeder HANA-Plattform integriert ist und eben auch auf der HANA-Datenbank arbeitet, was wiederum den Vorteil der In-Memory-Architektur mit sich bringt. Also das heißt, relativ kurze Kalkulationszeiten. Und ein kurzer Blick wieder zurück zu Predictive Analytics. Es arbeitet hauptsächlich auf dem Rechner, auf dem es installiert ist. Das kann jetzt Ihr Notebook sein oder Ihre Workstation am Arbeitsplatz. Das kann je nach verfügbarer Kapazität mal performanter, mal weniger performant ablaufen. Hier in dem Fall läuft es auf der HANA-Datenbank, was wie gesagt einen hohen Performance-Anteil oder Performance-Gewinn zur Folge hat. Und die Nähe zur Datenbank wirkt sich natürlich auch auf der Vorbereitung der Daten aus. Also Sie müssen sich nicht um einen Abzug aus Predictive Analytics kümmern, sondern können praktisch direkt auf die Datenbanktabellen zugreifen, die in HANA zur Verfügung stehen. Was zeichnet die PAL konkret noch aus? Sie haben eine einmalige Definition der Algorithmen, der Analysen. Also Sie haben jetzt, wie gesagt, Ihr Einkauf hat jetzt eine Lieferantenanalyse, ja, Lieferantenanalyse oder beziehungsweise eine Lieferantenklassifikation erstellt, die er jetzt seit einigen Monaten verwendet. Sie in der Produktion beispielsweise möchten ihn auch noch einbeziehen, weil Sie wissen wollen, wann Ihre Rohstoffe ankommen werden oder wie die Planung abläuft, damit Sie ein bisschen Ihre Fertigungsaufträge besser einplanen und terminieren können. So können Sie praktisch gleich auch nochmal auf die Analyse des Einkaufs zurückgreifen, ohne jetzt selbst Analysen zu definieren. Das Ganze passiert per SQL-Skript, wieder ein bisschen technischer. Das bedeutet, dass Sie praktisch auf Basis SQL-Skripts die Algorithmen aufrufen und trainieren können. Und auch die Definition selbst erfolgt, wie Sie sehen, im HANA Studio oder kann auch direkt in ABAP integriert werden. Also das sieht man auch mal in die Nähe zu SAP. Also es handelt sich zwar immer noch um eine hochindividuelle Lösung, aber immer noch durch die Nähe zu SAP, durch die Unterstützung, Updates, können Sie damit rechnen, dass es auch in einigen Jahren noch ohne größeren Aufwand funktioniert. ABAP ist ein gutes Stichwort. Bei Bedarf und bei umfassenden Analysen ist es durchaus nennenswert oder lohnenswert, diese Analysen auch einzubinden in Z-Transaktionen, also in eigene Modifikationen, um eben vielleicht allen Mitarbeitern des Unternehmens die Analysen zur Verfügung zu stellen. So können Sie eben nochmal volle Potenzial ausschöpfen. Und in den 70 Algorithmen, die ich erwähnt habe, sind nicht nur Machine Learning-Algorithmen zur Verfügung, sondern eben auch andere Analysen, die gegebenenfalls für Sie interessant sind. Also neben K-Means für
unüberwachtes Lernen, also Clustering oder überwachten Lernen als Regressionsanalysen beispielsweise, können auch ABC-Analysen implementiert werden, die nochmal eventuell neues Anwendungspotenzial ermöglichen. Im letzten Punkt, falls das nicht reichen sollte, haben Sie auch die Option, vollkommen individuelle Lösungen zu entwickeln. Und das Ganze dann basierend auf R in SAP zu integrieren. R handelt es sich grundsätzlich um eine Datenanalysesprache, mit denen Sie praktisch nahezu jedes Potenzial aus den Daten abschöpfen können. Sie sehen, 6000 Bibliotheken haben zur Verfügung. Das ist schon ein deutlicher Unterschied zwischen den 70 bei Paul oder den 28 in Predictive Analytics. Ich meine, dort sollte jedem Data Scientist die Möglichkeit bestehen, sämtliche Analysen durchzuführen, die ihm interessieren. Also das heißt jetzt irgendwelche Lieferantenklassifikationen bis zu hochkomplexen neuronalen Netzen, ist das hier generell kein Problem. Es handelt sich, wie gesagt, auch um eine hochindividuelle Anwendung, die eben zwar perfekt dann auf Ihr Unternehmen abgestimmt werden kann, allerdings auch einige Nachteile mitbringt. R selbst kann an das SAP-System nur per Linux angebunden werden. Das bedeutet, Sie haben nochmal zusätzlichen Aufwand, was die Erwartung von einem Linux-Server angeht. Sie brauchen natürlich auch zusätzliches Know-how zur Wartung der Server und auch zur Entwicklung der R-Skripte. Wird bestimmtes Know-how benötigt, das dafür sorgt, eben Daten konkret korrekt verarbeitet werden und auch wieder zurück ins SAP-System gespielt werden. Für den Übergang von und nach SAP gibt es zwei Lösungen. Einmal Connector Fast RWAP, würde ich gleich in dem oberen rechten Bereich anfangen, oder auch der Möglichkeit rServe, das ist ein bestimmtes Paket. Bestimmte Lösungen, die auch von der SAP unterstützt wird, die es erlaubt, eben R-Server ohne größeren Aufwand anzubinden. Natürlich ist es immer noch deutlich aufwendiger als mit der Paul oder beziehungsweise mit Predictive Analytics, aber dennoch ist es einfacher als eine komplette eigene Entwicklung. Auch hier, ähnlich bei der Paul, ist die Definition, wenn die Skripte einmal zur Verfügung stehen, einmalig. Also Sie haben die Möglichkeit, die Analysen mehrfach wiederzuverwenden in allen Abteilungen und eben auch durch die Verfügbarkeit auf den Servern auch in anderen Unternehmen, Ihrer Tochterunternehmen oder Lieferanten zur Verfügung zu stellen. Natürlich, ich denke mal, bei 6000 Algorithmen oder verfügbaren Algorithmen und Paketen ist es klar, dass es sich dabei nicht nur um Machine Learning-Algorithmen handelt, sondern auch zum Beispiel zur Datenvisualisierung. Also somit wäre das auch nicht nur für Machine Learning interessant, für predictive Ansätze, sondern auch für Ihre BI-Abteilung zum Beispiel, die verschiedene Berichte erstellt und dabei Daten grafisch zur Verfügung stellen möchte oder auch zur Datenbereinigung, Filterung oder Klassifizierung und Ausreißerkorrektur. Also alle möglichen Datenbearbeitungen sind hierbei möglich. Nachteil wiederum ist allerdings, bei dem hohen Aufwand hat es auch zur Folge, dass eine Z-Transaktion zwingend notwendig ist. Das heißt, Sie müssen eine Modifikation durchführen, die dazu führt, dass es immer dass grundsätzlich immer ein gewisser Wartungsaufwand, Entwicklungsaufwand mit einhergeht. Schauen wir uns das Ganze jetzt nochmal zum Abschluss im Vergleich an. Im Predictive Analytics, die Paul und R. Ich denke mal, es hat sich auch so ein bisschen herauskristallisiert in den letzten 30 Minuten, dass Predictive Analytics mehr für kleinere Ad-Hoc-Anwendungen gedacht ist, einfach auch aufgrund dieses, sagen wir doch, relativ beschränkten, in Anführungsstrichen beschränkten Funktionsumfang, allerdings relativ einfach zu verwenden lässt. Wenn man jetzt aber größere Analysen fahren möchte, zum Beispiel auch über verschiedene Module, also Daten aus der Produktion aus der Instandhaltung einbinden lassen möchte, dann ist Paul eine sehr gute Alternative, vor allen Dingen auch der Nähe zu SAP ist sehr förderlich, wodurch eben einiges an Entwicklungsaufwand gespart wird. Falls aber das dennoch nicht reichen sollte und wirklich hochindividuelle Lösungen verlangt werden, auch weil andere Datenquellen angebunden werden sollen, nicht nur SAP,
sondern zum Beispiel auch ein MES-System oder ein Lieferantensystem oder Daten abgezogen werden von Websites, dann ist R vielleicht die beste Lösung für Sie. Durch die Entwicklung von den R-Skripten ist nahezu eigentlich jede Analyse möglich. Genau. So, zusammenfassend kann man jetzt noch sagen, Machine Learning ist eigentlich prinzipiell überall möglich, wo Daten zur Verfügung stehen, die entsprechende Qualität besitzen. Also das heißt jetzt durch Filterung, dass nur die Daten, die zum Beispiel für einen bestimmten Zeitraum relevant waren oder eben Ausreißerkorrektur ist, wo auch eine konkrete Problemdefinition möglich ist. Das heißt, dass praktisch alle, also dass sich praktisch bewusst gemacht wird, welcher Prozess unterstützt werden soll, an welcher Stelle es greifen soll, soll die Durchlaufzeit von einem Produktionsteil zum Beispiel gesehen werden, möchten wir geringere Ausfallzeiten haben für die Maschinen. Also das, wo praktisch schon eine gewisse Idee besteht, wie Machine Learning unterstützen könnte und natürlich auch eine gewisse Komplexität vorhanden ist. Also wenn es nur um eine reine Datenanalyse geht, um zu erkennen, oh, gab es einen Ausreißer oder ist mal ein Vibrationswert nach oben gegangen, da braucht man nicht unbedingt Machine Learning, sondern ist man vielleicht mit Analysen besser. Damit wäre ich auch am Ende meiner Präsentation bzw. meines Webinars. Ich weiß, es war wahrscheinlich relativ viel Input. Gibt es denn Fragen in der Hinsicht? Wir hätten noch eine Frage bezüglich der Abwicklung oder von einem technischen Konzept mit R, wie es aussehen könnte. Da würde ich vielleicht noch mal eine alternative Folie zeigen wollen, die wir übersprungen haben. Glaube, das zeigt es ganz gut. Wir haben praktisch hier als Zentrum die Transaktion. Jetzt, wenn Sie jetzt sagen, es ist für die Produktionsplanung, ist der Planauftragsumsetzung, wäre das jetzt hier die Transaktion, die Stammdaten und Belegdaten aus der Datenbank abliest und an den R-Server schickt, beziehungsweise auch zusätzliche Daten anbindet. Sie können ja über verschiedene RFC-Schnittstellen auch andere Systeme anbinden und diese praktisch in Ihrer Transaktion verarbeiten und ebenfalls an den R-Server schickt. Die ganze Analyse selbst findet dann aber auf Seiten des R-Servers statt, also auf dem Linux-Server, der wiederum die Analysen und mit zum Beispiel, wenn wir jetzt am Anfang wieder bleiben, weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern, an die Planauftragsumsetzung mit kritisch, unkritisch und mittelkritisch, dass praktisch dieser Klassifizierungswert wieder zurück an die Transaktion geschickt wird und dann hier praktisch angezeigt werden kann. Gibt es dahingehend noch weitere Fragen? Wenn nicht, dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Zeit. Und falls im späteren Zusammenhang nochmal Fragen aufkommen sollten, können Sie sich gerne jederzeit an mich wenden. Vielen Dank.